Du gehst da auch noch dran, dann geht es auch ein bisschen flotter. So, die roten Pikmin sollten auch gleich fertig sein. Das ist auch eine etwas dunklere Mauer, deswegen dauert es etwas länger. Aber die sind auch schon fertig, perfekt. Dann gehe ich mal mit denen hier lang. Und räume mal den Weg frei. Und da ist auch schon das nächste Teil. Also das geht ja heute fix wie nix. Paff. So. Oh, das war auch ein bisschen übersteuert. Tut mir leid. So. Ah, den Fetten müssen wir jetzt fertig machen, aber... Oder die Waldfee. Nein! Nicht fressen! Komm, schafft ihr! Einer schafft ihr! Verdammt, was ist da los? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pikmin. Und ja, wir waren in der letzten Folge im Wald der Hoffnung. Und ich würde sagen, da wir ja noch keine andere Möglichkeit haben, gehen wir da doch direkt einmal wieder rein und versuchen, den Tag so produktiv wie möglich zu gestalten. Und wie wir sehen, kommt die gelbe Zwiebel jetzt auch direkt mal mit uns hier an den Landeplatz. Und jetzt teile ich das mit dem Pikmin ein bisschen auf, da wir ja in der letzten Folge gelernt haben, dass wir nur 300 Pikmin gleichzeitig auf dem Feld haben dürfen. Das heißt, ich mache mal 30-30. Komm, 30-32 ist auch okay. So, dann muss ich versuchen, dass die gelben Pigments hier auch mal das hier alles einsammeln. Und nicht die roten. Okay, das ist schon mal richtig. Oh, Mikro steht nicht ganz gerade. Einen Moment. So, jetzt passt. Jetzt bist dit. So, hier haben wir natürlich auch noch alles schön. Zack, zack, zack. Geht da mal einer dran? Danke. Manche Blumen sind noch nicht ganz ausgereift, wie ihr seht. Da müssen wir noch warten. Ach, da ist ja jemand alleine. So, und ich versuche jetzt möglichst produktiv in der Folge zu sein. Da wir ja einige schaffen wollen, ne? So, zack, zack, zack. Die Blattpicken sind natürlich wieder ein bisschen langsam. So. Ich würde sagen, wir kämpfen uns mal hier durch, denn da sind auch ein paar Gegner. Und ein neues Teil, wie wir sehen. Huch, huch, huch. Das ist sehr gefährlich gerade. Aber wir haben es geschafft mit ein paar Verlusten. Ja, und das Teil, das lasse ich erstmal da oben. Ich gehe erstmal hier weiter. Alter, sind noch mehr. Da hinten ist noch ein Teil, also hier ist ja echt... Oh, da ist noch eins. Oh, 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 töten, tötet es doch. Kommt her. Das brauchen wir noch nicht. Oh, ich übersteuere gerade voll. Scheiße. Ihr kommt auch her. So. Jetzt müssen wir den Dicken hier besiegen. Was sollten wir eigentlich hinkriegen? Ein bisschen Übung haben wir da ja schon. Komm, schnell, schnell. Nicht, dass er isst. Nein, der isst ganz viele. Und wir haben schon welche verloren. Verdammt. Warum läuft es so schlecht heute? Ja, den kriegen wir ja wohl doch schnell hin. Dieses Geräusch war eine wachsende Blume. Ja, und ich würde gerne diese Mauer da einstürzen, da das einen erheblichen Vorteil für uns bieten würde. Aber dafür brauchen wir erstmal Bomben. Und die sind da hinten. Nein, eigentlich ist es ineffektiv, wenn er das macht. Da ich ja die gelben fortpflanzen möchte. So, ich hole mal aber direkt noch mehr Bomben. Da da ja noch eine Mauer ist. Zack, 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 hole ich mir mal alle hier. So, ich hoffe,
Na, da sind noch ein paar. Hier kann auch mal ran. So. So, und jetzt versuchen wir mit diesen Bombenpigments die Mauern einzustürzen. Also einstürzen zu lassen. Alter, das sind viele Bomben. Das sind echt viele Bomben. Ihr seid doch echt. Nein, das ist auch falsch. Ich möchte erstmal die Roten hier mitnehmen, dass sie schon mal anfangen, hier das kaputt zu reißen. So. So, dann nehme ich jetzt mal die Bombenpigments. Ah, da steht noch ein roter. Ist nicht so schlimm. So, 1, 2, 3. Und wie wir sehen, ist da ein Nektargeist. Wenn wir den abwerfen, lässt er halt Nektar fallen. Der spawnt halt zwischendurch mal zufällig. Aber das finde ich jetzt nicht so wichtig gerade. Allgemein kommt man auch ganz gut mit Blumenpigment klar. Pflanzenpigment, und das war gar nicht gut. Ich glaube, da brauchen wir insgesamt 6. Die Mauer scheint auch ein bisschen dunkler. Nein! Warum hast du deine Bombe nicht geworfen, Kollege? Wir brauchen da noch mehr Bomben. Einen Moment. Ich glaube, da hinten sind noch welche. Ach nein, nein, nein. Ich weiß, wo welche sind. Hier sind welche. Ich glaube, damit sollten wir doch genug Bomben zusammen haben. So, dann sammelt ihr alle mal. Jeder darf eine Bombe haben, ja nicht ganz, aber ja, fünf Bomben sollten doch, die sollten reichen auf jeden Fall. So, leider sind die, ja, die sind halt ein bisschen langsam, das ist ja ein Nachteil, aber ich finde, da besteht echt nicht so ein großer Unterschied. So, dann 1, 2, 3, ich schmeiß einfach mal alle hin. Nein, dabei ist einer gestorben. Verdammt. Ich sollte echt vorsichtiger sein. Ah, okay, jetzt haben wir die Mauer auch zerstört. Endlich. Dann jetzt möchte ich mal nur gelbe Pigments. Die jetzt mal den ganzen Schund hier mitnehmen. Denn wir wollen ja die gelbe Population erweitern. So, das nehmt ihr auch mal mit. Helfen, helfen, helfen. Hep, 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 hep. So, war ja jetzt den Rest dahin auch noch. Aber dafür reichen die gelben jetzt leider nicht. Das ist ja schon eine Menge hier. Ja, komm mal hier ran. Ein bisschen haben wir ja noch. Zack, zack, zack. Nein, das schaffst du nicht alleine. Immer hier irgendwie so ein Match. So, zack, passt schon. Dam, 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 dam. Dam, 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 da, da, da. Da haben wir schon ein paar mehr Pikmins. So, den hole ich mal direkt aus der Erde. Zack, zack, zack. Ah, nein. Das war nicht ganz richtig. Und dann pflücke ich schon mal ein paar. Und ach, da sind ja schon ein paar Blumenpigments gekommen. Auch nicht schlecht. So. Denn wir wollen ja die Bauteile auch zu unserem Dolphin bringen. Und da brauchen wir schon ein paar Pigments. So. Zack. 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 Und zack. Alter, das sind noch mehr. Holy shit. Alter. Heute ist wieder eine reiche Ente. 150 Pigment, alter Finne. Oh nein, komm her. Komm ran. So, kommt auch mal. Ein paar Rote kann ich auch noch mal ernten. Einfach nur zur Gleichberechtigung. Oh, es ist Mittag. Oh.
So, du kommst her und jetzt holen wir uns da eben den Rest. Und dann beginnen wir die Bauteile zu holen. Die Rotpigments sind ja auch schon fast fertig. Schick jetzt mal die anderen auch dahin. So. Zack. Ihr kommt mit. Haben wir alle? Sollten wir alle haben, ja. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, komm. Ihr bedient euch jetzt hier schön. Der Rest sollte doch reichen, um dieses Teil zu ergattern. Ja, 20 auf jeden Fall. Perfekt. So, ihr geht da gleich dran. Zack, zack, zack. Ach, schön. Mein sonderbarer Radar. Jetzt bin ich in der Lage, alle verlorenen Schiffsteile, die sich in der Nähe dieses Radars befinden, mit Y zu orten. Das macht doch Hoffnung. Das stimmt wohl. So, du gehst da auch noch dran, dann geht es auch ein bisschen flotter. So, die roten Pigmen sollten auch gleich fertig sein. Das ist auch eine etwas dunklere Mauer, deswegen dauert es etwas länger. Aber die sind auch schon fertig, perfekt. Dann gehe ich mal mit denen hier lang. Und räum mal den Weg frei. Und da ist auch schon das nächste Teil. Also das geht ja heute fix wie nix. Paff. So. Oh, das war auch ein bisschen übersteuert. Tut mir leid. So. Ah, den Fetten müssen wir jetzt fertig machen, aber... Oder die Waldfee. Nein. Nicht fressen. Einer schafft ihr. Einer schafft ihr. Verdammt, was ist da los? Also heute haben wir irgendwie Pech mit den Gegnern. So. Na, mit 19 werden wir das niemals schaffen. Oh, und das erste Teil wird schon eingefahren. Der sonderbare Radar. Sonderbarer Radar. Dieses wichtige Teil spürt die anderen verlorenen und gegangenen Teile auf. Dieser Radar wird mit meinem Monitor verbunden, den ich mit Y anschauen kann. C zoomt das Radarbild nah heran oder zeigt die Umgebung aus weiterer Entfernung. Das wird sicherlich äußerst hilfreich bei der weiteren Suche sein. Ich habe von 3 von 30 Teilen und noch 2 blablabla. Das kennen wir ja schon. Mein Nova Blaster. Er gibt einen starken Lichtstrahl ab, der fast alles zerstören kann. Ich bin mir nicht sicher, aber die Broschüre, die zu dem Blaster gehört, sagt, dass so ein Strahl durch die Strömung der Raumzeitreisen, durch Sterne fliegen und die Spalten des Raums gelangen kann. Okay. Na, der braucht 30, da haben wir nicht genug für. Ich muss mal sagen, wir machen das so. 2, 3. So, ihr kommt mal hier dran. Oh, das habe ich jetzt nicht ganz überblicken können. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir jetzt einen roten da mehr haben bisher. Ne? So. Also, ich meine, wenn wir jetzt ein paar rote Pigments mehr haben. Jetzt haben wir schon einige gelbe, das ist ja schon okay. Aber diesen 20er Block hole ich mir doch mal mit den gelben. Obwohl, warte mal. Ich hole mir lieber erst dieses dritte Bauteil, denn wenn wir das auch haben, dann... Ah, das zweite, das dritte haben wir auch noch nicht. Wenn wir die Teile alle haben, dann können wir in der nächsten Folge schon in ein neues Gebiet gehen. Und das ist doch irgendwie heute mein Ziel von dieser Folge. Ich hoffe mal, das schaffen wir. Also der Tag ist zu 75% vorbei jetzt. Aber wir haben die Wege jetzt komplett freigeräumt. Die außergewöhnliche Schraube. Ich habe diese Schraube gekauft, weil der Verkäufer mir erklärt hat, dass die außergewöhnliche Qualität für Otto Normalpilot nicht erkennbar sei. Was sie so außergewöhnlich macht, ist ein Geheimnis. Aber schau sie dir an, ist sie nicht etwas Besonderes? Ja, das scheint wie ein eher unwichtiges Teil. So. Da passen insgesamt 50 dran. Oh, die anderen sind traurig. So, dann, ich hoffe, das geht in die richtige Richtung. Ja, perfekt.
So, kann ich den da oben abwerfen? Kann ich auch mal machen. Na, nicht getroffen. Okay, perfekt. Nein! Na, jetzt hat sich das einer gegönnt. Das ist ja auch geil. Du kleiner Schnorrer, du Schmarotzer. Du Egoist. So. Ah, ne, jetzt ist der Tag zu 75% beendet. So, dann hol ich mal die ganzen Pigments hier. Zack, zack, zack. Wir hören gerade auch Pigment wachsen. Also in der Entwicklungsstufe. So. Na, okay. Knospenpigment. Die graben wir uns auch mal alle und... Oh, das Teil wird eingefahren. Außergewöhnliche Schraube. Der extra Dreh dieser Schraube ist nur einem wahren Kenner offenbar. Ich habe 4 von 30 Teilen, bla bla. So, jetzt ziehe ich noch alle Pigment raus und mache mich auf zum Nova Blaster. Den wir hoffentlich noch kriegen. Ja, aber das sollte klar gehen, auf jeden Fall. Das passt schon. Och, das war nicht ganz richtig. Okay, wir haben 4 Pigments fehlen uns. Ich weiß gerade nicht, wo die sich auffallen, aber das kann ich doch mit Y nachsehen. So, wie wir hier sehen, die Sternchen sind alle Teile auf dieser Map und hier ist halt die ganze Map. Kann man ja leicht überblicken. Und hier kann ich auch sehen, wo meine verlorenen Pigments sind. Also die gerade hier irgendwo rumgeistern. Also 2 sind beim Nova Blaster, da wo wir hinwollen. Und hier sind noch 2 gelbe, okay. Die holen wir uns dann auch nochmal ab. Bevor wir zum Nova Blaster gehen. So, ihr bleibt mal hier. Dann geht das schneller. So, zack, du kommst mit. Okay, 98 passt. Und das passt so. Na, komm mal rüber. So, und jetzt sollte ich mich beeilen. Oh, die versuchen die ganze Zeit das hochzuheben und schaffen das nicht. Das ist traurig. So, jetzt aber ran an den Nova-Blaster hier. Komm, wusch. Masse. Von da hinten. Oh, da ist noch ein Teil, aber da kommen wir jetzt scheinbar noch nicht dran. So, ja. Hier sollte dann auch nichts mehr sein. Dann hole ich mir noch hier die Pigment-Eier, die hier unterwegs so rumliegen. So, nur aufpassen, dass wir nicht ans Wasser kommen, denn da werden die Pigment sofort ertrinken. Ich hoffe, das wird nicht passieren. In Zukunft. So. Und dieses 20er-Ei möchte ich gerne noch haben. Da kann man noch die gelben Pigment ran. Wahrscheinlich ist es deswegen auch gelb. Einfach nur so zur Deko. Hat nichts Relevantes zu sagen. So. Schön. Ihr könnt da auch noch dran, ihr roten. Es geht dann trotzdem zu gelben, weil es halt mehr gelbe dran sind. Wird dann entschieden, wo mehr Pigment dran sind. Nova Blaster, dies ist eine Waffe von ungeheuerlicher Zerstörungskraft, die große Sterne in kleine Teilchen zerlegt. Sie übt eine seltsame Anziehungskraft aus. Das ist jetzt super. Ja, wir können jetzt endlich... Was heißt endlich? Wir sind ja in der dritten Folge. Wir können jetzt in das dritte Gebiet reisen und da freue ich mich schon sehr drauf. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge landen werden. Au, eieiei. So. So, ich hoffe, da habe ich mich gerade ganz kurz vom Mikro entfernt. Oh, und da ist auch schon der Tag fast vorbei. Hier noch die letzten Vorbereitungen. So, hier können wir auch nochmal. Ich würde sagen, zum Schluss. Alter, waren das viele. Zum Schluss können wir doch noch mal versuchen, ein bisschen an den Nektar hier zu kommen. Da haben wir ein paar mehr Blumenpigment. Oh, das schaffen wir noch. Ja, perfekt, wir haben alle Pigments dabei. Und sehr viele Blattpigments. Und, ah, Mist. Ah, oh, oh.
das ganz schön aus. Auch nicht schlecht. 100% Blumenpigment. So, das war dann doch mal ganz produktiv jetzt, das Ende. Ich muss die da jetzt nicht extra reinstecken. Ich habe die ja bei mir, das heißt, das sollte auch so klar gehen. Und ja, ich würde sagen, wir haben den Tag bis auf die letzte Sekunde gut ausgenutzt. Gut genutzt klingt besser. Drei Tage seit Aufprall. Heute konnte ich die gelben Pigmen meiner Liste der Entdeckung hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Rote und gelbe Pigmen, genau wie die Steinbombenträger, teilen sich in Gruppen auf, wenn ich X drücke oder ein Pigment durch längeres Drücken von A festhalte. Ja, Leute, und das war dann jetzt auch die... Alter, guckt euch mal hier die Statistik da an. Da waren wir mit den Roten ganz kurz eine Zeit lang gleich auf und sind jetzt auch eigentlich. 107 und 109. Wir haben mehr gelbe Pigments. Läuft. Ja, und ich würde sagen, das war's mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge gehen wir dann in das neue Gebiet. Ich freue mich auf jeden Fall. Denn neue Gebiete sind nicht schlecht und wir waren jetzt extrem produktiv. Wir haben jetzt 3 Tage weg und 5 Teile. Das heißt, wir sind 2 Teile im Plus. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, 5 Tage hätten oder 3 Teile, dann wären wir jetzt 2 Teile im Rückstand. Da wir 30 Teile haben und 30 Tage brauchen. Wisst ihr? Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ziemlich gut. Ich hoffe, die nächste Folge oder die nächsten Folgen allgemein werden auch so produktiv. Und natürlich hoffe ich auch, dass euch das Ganze hier gefällt. Die ganze, ob der Part euch gefallen hat oder das ganze Projekt. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr davon verfolgt. Und ich würde sagen, ich laber jetzt einfach nicht viel weiter und wünsche euch einfach noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part. Ciao, Leute.